Hallo und herzlich willkommen zurück, ja, zu Resident Evil 2, den Remake. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir waren ja letztes Mal, kann man sagen, hier in der Nähe stehen geblieben. Ich habe übrigens mal ein bisschen Munition hergestellt, damit ihr seht, wir haben jetzt ungefähr, etwas über 100 Schuss. Und das Gute ist, ich habe noch eine Schrotflinte und halt die ganz starke Waffe. Ne? Das Problem ist, dafür habe ich aber keine Munition mehr. Ja, wir sind ja in der letzten Folge aus der Polizeistation endlich entkommen. Das große Problem, was wir jetzt haben, wir sind in der Kanalisation und wir haben ein riesiges Krokodil gesehen. Ich würde also schätzen, dass wir gleich fliehen müssen. Und für all diejenigen, die letzte Folge verpasst haben sollten, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, wo ihr draufklicken könnt, um euch alle Folgen anzusehen. Damit würdet ihr mich nämlich unheimlich gut unterstützen. Also, das Krokodil ist hier hinten, glaube ich, lang geschlichen. Das bedeutet jetzt, dass wir uns auf jeden Fall umsehen sollten. Und zwar groß umsehen. Ihr seht ja, von da scheint das Krokodil eingedrungen zu sein. Oder es ist ausgebrochen. Ne, es ist eingedrungen, ne? Es sieht aus, als ob es da eingedrungen wäre, ja. Und da können wir auch nicht lang. Okay. Und wo ist eigentlich Ada Wong? Die hat wohl keinen Bock auf uns. Waren wir nicht eigentlich schon weiter? Ich weiß es gerade nicht so genau. Okay, Ada kommt uns hinterher. Ich werde jetzt versuchen, die Munition zu sparen und vor allen Dingen so wenig Heilung wie möglich einzusetzen. Es sei denn natürlich, wir brauchen sie unbedingt, ne? Gut, also Munition sieht jetzt erstmal gut aus, soweit. So. Hier werden aber bestimmt eine Menge Zombies sein, schätze ich mal. Alt. Es ist nicht zu spät umzukehren, Leon. Keine Chance, du hast mich bis zum Schluss am Hals. Ich höre gerade eine Turbine oder sowas. Okay, Ventilatoren. Ich muss immer noch sagen, dass das Spiel echt wahnsinnig gut geworden ist. Ah. Ah. Lecker. Bist du sicher, das ist der richtige Weg? Leider ja. Warte da. Aber sicher doch. Alter, was ist das denn? Boah, Junge, ist das Vieh aggressiv. Was war denn das jetzt gerade? Ich weiß doch noch nicht mal, in welche Richtung ich muss. Jetzt kann ich den ganzen Kack nochmal machen. Also die Speicherstände sind leider sehr beschissen und rar gesät, ja. Weil wir genau da steuerten, wo wir gespeichert haben. Und das finde ich leider nicht ganz so geil gemacht. Na okay, nicht ganz. Okay, ich hoffe, das schaffe ich jetzt mal. Können wir jetzt ruhig überspringen, weil das kennen wir ja nur schon. Alter, war das knapp, Mann. Alter. Wie geil war das denn jetzt? Kau da dran, du übergroßer Mistkerl. Alter, wie krass ist denn die Stelle bitte? Boah, die war jetzt echt heftig. Einmal gestorben jetzt bei dem Vieh. Aber ich komm. War. Komm einfach hoch. Ja, ist ja gut.
Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Du sagtest, das Virus verwandelt Menschen in Monster, nicht Reptilien. Guter Punkt. Bin nur beeindruckt, dass du noch in einem Stück bist. Ach so, für all diejenigen, die übrigens so Horrorspiele mögen und The Evil Within 1 oder 2 nicht gesehen haben sollten, das hat ja Ähnlichkeiten zu Resident Evil, The Evil Within, ne, 1 und 2. Ihr könnt auf jeden Fall bei den abgeschlossenen Projekten mal nachgucken, da findet ihr beide Sachen. Habe ich beides zu Ende gespielt und ich würde mich freuen, wenn ihr da auch einschalten würdet. Kann ich euch, wie gesagt, nur wärmstens empfehlen, die beiden Spiele. So. Nur, dass ich das richtig verstehe. Umbrella verkauft Monster wie das da an wen? Unser Militär? Jemand anderes? Sie verkaufen keine Monster. Sie verkaufen Viren, die Monster machen. Und Annette macht die Viren. So fürchterlich der Alligator auch war. Annette ist viel gefährlicher. Okay, wird schon stimmen, würde ich mal sagen, oder? Aber wer weiß, was jetzt auch alles passiert. Hier ist eine Schreibmaschine, das heißt also, ich kann speichern. Das ist schon mal gut. Ich werde mir übrigens nochmal einen neuen Spielstand machen. Falls irgendwas passiert, haben wir halt mehrere Spielstände. Und ich bin auf der sicheren Seite. Kann ja auch sein, dass ich mal Munition oder so verschwende. Das habe ich mich beim letzten Mal auch so gemacht. Um dann zum Beispiel den Fehler zu korrigieren. Was ist das? Okay. Zweifelsohne Williams Werk. Identifizieren Sie sich. Annette Birkin. Ist das die Gesuchte? Kaum noch Zeit. Muss entsorgt werden. Wir wollen das G-Virus. Das kriegen Sie nicht. Ich warne Sie, Doktor. Ach ja? Hey! Stopp! Hey, Sie kriegen das G-Virus nie! Überraschend für eine Forscherin. Leon. Kümmere dich nicht um mich. Geh. Schnapp sie, bevor sie verschwindet. Ich bin direkt vor der Einrichtung und verfolge Annette. Wenn sie es nicht hat, muss es im Nest sein. Sobald ich es habe, lasse ich mich hier rausholen. Laufen Sie ruhig, Annette. Sie entkommen mir nicht. Warte, ich spiele jetzt Ada Wong. Ist das jetzt dein Ernst? Dein fucking Ernst? Okay, ich gucke mich mal ganz kurz um. Also, ich kann da hoch. Höchstwahrscheinlich muss ich durch den Ventilatorschacht dann kriechen, ne? Okay. Leon ist hier, der atmet schwer. Da brauche ich anscheinend irgendwas, um eventuell dieses Gerät hier funktionsfähig zu machen. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt durch den Ventilatorschacht und dann mal gucken, wo es lang geht. EMF-Visualizer, was ist das denn? Benutzen Sie den EMF-Visualizer, um Kabel aufzuspüren und elektronische Geräte zu hacken. Ah, okay. Zeit für die Spezialwaffe. Okay, geil, das Spielzeug. Ha! Bu!
Boom, Baby. Okay, da gehen wir gleich lang. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz, ob ich eventuell diesen Lift hacken kann. Anscheinend nicht. Okay, ich wollte nur mal ganz kurz gucken. Hätte ja sein können, dass wir doch durchkommen. Aber leider ist dem nicht so. Gut, ist ja nicht so schlimm. Nichts leichter als das. Das ist wahrscheinlich eine schallgedämpfte Pistole, oder? Oh, Mistkäfer. Okay, muss ich den Ventilator anscheinend auch aktivieren. Ah, okay. Das hätte ich noch nicht aktivieren dürfen. Ha! Das ist doch mal eine geile Sache. Oh. Kann ich den auch anzünden? Anscheinend nicht. Da haben wir einen Zettel, den kann ich lesen. September-Inspektion, erste Woche. Ich habe zwar bereits letzte Woche darum gebeten, aber wir brauchen unbedingt ein Ersatz-ID-Armband, damit wir in bestimmte Bereiche der Haupteinrichtung können. Anders gesagt, wir kommen nicht dorthin, wo wir hin müssen, um unsere Arbeit zu erledigen. Also sagt bitte nicht, dass wir hier eine ruhige Kugel schieben. Okay, sie braucht auf jeden Fall eine Taschenlampe, weil ich kann sehr, sehr schlecht gucken. Ach so. Jetzt brauche ich genau... Wo ist das Gerät? Und jetzt komme ich durch. Okay, also wir sind jetzt hier in der Einrichtung von Umbrella Corporation. Okay, ich werde mal kurz Munition wechseln, so. Ach, der lebt noch. Ich hoffe mal jetzt nicht mehr, ne? Ich muss die nicht alle ausschalten, das weiß ich im Übrigen schon. Ach nö, Mann. Ist alles voll mit Zombies, ist doch doof. Okay, hier geht's nicht lang. Da muss ich anscheinend wieder irgendwas hacken. Geht danach drüben, okay. Okay, jetzt ist er aber wirklich tot. Das habe ich übrigens extra gemacht. Okay, ich schaue mich mal ganz kurz um. Vielleicht finden wir ja Munition oder irgendwas dergleichen. Okay, hier schon mal nicht. Ich sehe halt relativ wenig. Ihr werdet wahrscheinlich ein bisschen mehr sehen als ich. Obwohl ich im Dunkeln spiele, sehe ich kaum etwas. Ne? Also, strange. Ich verdunkel nämlich immer... alles. Hä? Warum führt denn das jetzt einmal rum?
Och nö, Mann. Ich habe gar keine Zeit hier für den... Da komme ich gar nicht lang. Mann! Oh, ist das mit dem Verschießen vielleicht eine Scheiße? Ich komme hier gar nicht lang. Ich habe auch keine Munition mehr. Ist auch völlig dämlich eigentlich, dass hier noch eingreifen können. Das macht eigentlich keinen Sinn. Wie soll ich denn jetzt hier weiterkommen? Das macht für mich gerade überhaupt gar keinen Sinn. Man sieht auch wirklich sehr, sehr beschissen. Ach ja, da kommt ein neuer Zombie. Ich habe jetzt hier gerade keine Zeit. Hier habe ich Munition. Was ist da? Und eine Blendgranate. Ist vielleicht sogar besser. Okay, ich lasse die erstmal hierher kommen. Dann kann ich nämlich vorbeirennen. Ja. Die sind ja nicht besonders intelligent, die Viecher. Muss ich da lang? Es ist sogar extra so gemacht, dass sie hier hinten langlatschen muss. Ich hoffe, der Typ ist nicht noch am Leben, ne? Okidoki. Oh, guck mal, wer da ist. Jetzt hab ich sie. Immer gut im Weglaufen, Annette. Das muss ich ihn lassen. Ja, das macht sie wahrscheinlich nicht ohne Grund, ne? Okay, hier ist alles zugesperrt. Ist klar, wie kommt der Zombie eigentlich hier nach oben? Hartnäckiger Mistkerl. Oh mein Gott. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein, Jungs, Alter. Dieses Vieh geht mir echt voll auf die Eier. Hey, Alter, was ist denn für ein Kack? Was ist denn für eine Kackwaffe? Ja, was ist denn das jetzt hier für ein Bug? Ich treffe den nicht. Ey, Alter, ich raste gleich aus. Es kann einfach nicht wahr sein. Also das ist vielleicht Nonsens. Wirklich jetzt. Mach los! Alter, der ist auch schnell. Ist das ein Mistsack? Ja, der ist nervig, der Gegner. Okay. Oh, der kommt doch gleich wieder. Ey, das ist so typisch. Haben sie das? Okay, da fehlt der Strom.
Was ja normal ist. What? Okay, um die Tür zu öffnen, da müssen wir anscheinend die richtige Kombination finden. Ich hoffe, dieser Riese, der ist nicht dennoch irgendwo hier unterwegs. Also ich kann gerade nichts machen. Wo komme ich denn jetzt hier weiter lang? Da ist die Treppe nach oben. Es tut mir leid, Ada. Ich habe leider keine Heilung mehr. Ah, okay. Was steht denn hier? September-Inspektion, zweite Woche. Mit dem frisch eingetroffenen neuen Armband können wir endlich mit unserer Inspektion des Abrissgeländes beginnen. Was den Bericht von neulich über den Verbrennungsofen angeht, so ist alles in Ordnung. Wahrscheinlich ist es nur Sperrmüll. Ich werde nach Abschluss dieses Berichts mal einen Blick darauf werfen. Okay, interessant. Ich hoffe, der Riese kommt jetzt nicht. Okay, das ist jetzt also aktiv. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Okay, ich muss wahrscheinlich irgendwo nochmal was aktivieren, ne? Oh, das wird jetzt kompliziert, ey, Junge. Was da nach oben geht, es geht da nach oben und dann. Ja. Wollen wir wetten, der ist noch am Leben? Okay, anscheinend nicht. ID-Armband. Oh. Bravo. Verbrennen Sie mich jetzt lebendig. Sie kriegen G nie in ihre Drecksfinger. Bin nicht als Einzige dahinter her. Das wissen sie. Dann sterben sie nicht allein. Ja, was soll ich denn jetzt? Oh mein Gott, Alter, das ist ja mal richtig kacke. Ey, ich sehe gar nichts mehr, das ist doch kacke. Ich sehe nichts. Ich bin tot. Ey, Alter, was sind 59 Sekunden eigentlich nix? Boah, das macht einen echt. Also mich macht's gerade ein bisschen wütend, weil. Muss man es in einer gewissen Reihenfolge machen? Anscheinend auch nicht. Also, oh nee. Dauert viel zu lange, bis man irgendwas gehackt hat, finde ich. Ja, na klar, und ich fange da hinten nochmal an. Ah, geil. Kennen wir schon, ja, ja, komm. Ich finde es ein bisschen dämlich, ja, dass man halt. Kann ich das schon vorher aktivieren? Da würde ich mir vielleicht ein bisschen was ersparen.
So kacke gemacht. Ich hoffe, ich schaff's jetzt. Bravo. Verbrennen Sie mich jetzt lebendig. Sie kriegen G nie in Ihre Drecksfinger. Bin nicht als Einzige dahinterher. Das wissen Sie. Dann sterben Sie nicht allein. Leuchtet jetzt anders. Also man schafft es doch eigentlich ganz locker. Hm? Was? Warum habe ich denn jetzt den falschen? Und ich hab's geschafft, okay. Das Miststück weiß, was sie tut. Ja, anscheinend. Schade, dass man sie nicht einfach erschießen konnte. Das wäre jetzt geil gewesen. Aber leider ging das ja nicht. Nee, damit hat er nichts zu tun. Kann ich jetzt einfach durchgehen? Besucherrechte bestätigt. Ihre ID ist gültig bis 1. Oktober. Bitte bis zu diesem Datum zurückgeben. Könnt ihr vergessen. Okay, hier ist ein... Hier kann ich speichern. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Dort zu speichern, aber das kann ich jetzt eh nicht mehr ändern. Okay, ja, muss richtig gewesen sein. Der Riese, der kommt da bestimmt auch gleich wieder. Mr. Tyrant oder Mr. X oder wie man ihn nennt. Ah, okay. Kann ich hier rein? Nein. Okay. Ey, das ist da auch schon wieder so eine scheiß Boss-Arena hier. Oh, das nervt mich schon wieder. Man sieht richtig, dass das ein Bosskampf wird. Irgendwie. Schluss mit dem Katz-und-Maus-Spiel. Das Spiel ist aus. Verloren. Sagen Sie mir, ist Ihr Mann noch am Leben? Oder ist er eliminiert? Und Sie ernten die Lorbeeren für Jean. Interessante Theorie. Wenn Sie nicht kooperieren, hole ich eine Probe vom Nest. Nur über meine Leiche. Okay. Soll er wahrscheinlich Leon spielen, wa? Ada.
Ada? Verdammt. Okay, ich soll Ada finden. Ada? Wo bist du? Ich würde mal sagen, nicht da. Also werden wir jetzt wahrscheinlich genau den Weg nehmen, den wir vorhin mit Ada gegangen sind. Würde wahrscheinlich sogar... Ja, vieles einfacher machen, wollte ich gerade sagen. Okay, ich kann den Lift nutzen. Haben wir jetzt noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Mit Leon habe ich natürlich ein bisschen mehr Zeug, ne? Was ist das hier? Langer Lauf. Den wollte ich eigentlich wegpacken. Und wir haben noch, naja, ein bisschen Munition haben wir ja noch. Ne? 11 Schuss für die Schrot. Sollte eigentlich ausreichen. Okay, hier ist eine Schreibmaschine. Ich werde schon mal den Lauf wegpacken, ne? Ach ne, ist eine Pumpgun. Wo ist denn der Lauf hier? Spezialzubehör. Ich kann gar nichts kombinieren, das heißt also, ich muss es verstauen. Ich sollte eventuell auch mal die 18 Schuss, die ich hier habe, wegpacken. Sind wir erstmal auf der richtigen Seite. Ich werde jetzt... Alte Wasserrinne. Dann werde ich mal einen sehr frühen Spielstand löschen. Dann überschreiben wir das jetzt. Also rein theoretisch, ja, hätte ich jetzt eine Stelle, wo ich dann weiterspielen könnte, ne? Hoffentlich ist dieser Mr. X nicht hier in der Nähe. Okay, ich muss anscheinend da runter. Was finden wir denn hier noch? Da kann ich nichts machen. Da kann ich auch nur lang schleichen. Hier ist auch nichts. Wir müssen also anscheinend in der Kanalisation jetzt noch ein bisschen rumwuseln. Ja, haben so Kloaken an sich. Also wenn ich euch jetzt mal ganz ehrlich sage, ne, ich würde da nicht lang gehen. Was ist das? Kann ich da hoch? Ja. Okay, wir brauchen dafür einen Mechanismus, den ich natürlich nicht habe. Also muss ich den erst noch finden. Ich weiß, dass hier in der Kanalisation sehr eigenartige Gegner lauern sollen, ja? Alter, ist das ekelhaft. Ey Leute, ich höre einen Zombie. Da ist schon mal nichts. Das heißt also, da kann ich nichts machen. Okay, ich weiß nicht, wo hier ein Zombie ist, ich höre aber einen. Das nenne ich mal Kloakenpower hier. Okay.
Das war auf jeden Fall ein Soldat der Umbrella Corporation, kann das sein? Digitale USS-Videokassette. Ey, irgendwas stimmt da hier nicht. Es war klar, ne? Hoffentlich bleiben die liegen. Ich verschieße lieber ein bisschen mehr Munition, als dass ich danach nochmal überrascht werde, ja? Okay, da muss ich anscheinend einen Generator aktivieren. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Den ich natürlich noch nicht habe, ne? Ah, der lebt bestimmt auch noch. Es war so klar, dass der aufsteht. Nee, doch nicht. Wenn ich das Ding aktiviere, dann kommen doch die ganzen Zombies aus ihren Löchern gekribbelt. Bleib doch einfach liegen, danke sehr. Elektronikteil. Den muss ich doch bestimmt mit irgendwas so koppeln. Entschuldigt, das kommt von meinen Nachbarn. Ich weiß halt auch nicht, wo ich lang gehen muss, ne? Okay, wir haben schon mal ein Messer. Ich schätze mal, wir brauchen wahrscheinlich dieses Gerät. Ist wahrscheinlich ein Schlüssel, ne? Ich guck mir den gleich nochmal an. Ich glaube mal, damit kann man nämlich diese Türen öffnen. Ey, es sieht wirklich aus, ne? Wie ein Schlüssel. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Also, ich kann es auch mit nichts kombinieren. Ich werde also mal gucken, ob ich das Ding, wie gesagt, nutzen kann. Da schon mal nicht. Wo war denn jetzt diese komische Tür? Nicht... Oh ja, der lebt immer noch. Ich glaub's alles nicht. Es gab doch so eine merkwürdige Tür, die ich öffnen konnte. Oder nicht? Ich bin verwirrt. Okay, also anscheinend ist die nicht hier, wo ich sie angenommen habe, wo sie ist. Da drüben. Okay. Kann ich das jetzt damit öffnen wenigstens? Nee, natürlich nicht. Shit. Also das Teil kann ich auf jeden Fall noch nicht mitnehmen. Aber es sieht aus, als ob ich das mit irgendwas anderes koppeln könnte. Ja, dann müssen wir das halt später mitnehmen. Ich muss sowieso auch gleich ausmachen.
sind wir schon bei über 40 Minuten. Bin ich denn jetzt? Und ich hab nix. Mist. Da brauche ich auch dieses Ding. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich bin aus Versehen rückwärts. Naja, ist egal. Ja, Leute. Ich werde jetzt noch ein paar Minuten weiterspielen, weil ich nämlich weiß, was jetzt passiert. Da sollte ich eine andere Waffe auf jeden Fall benutzen. Das habe ich mich schon mal im Trailer gesehen. Habt ihr da dieses riesen Fleischklumpen-Dings gesehen? Und das ist ein Gegner. Alter, habe ich jetzt viel verballert. Aber ist egal. Boah. Ja, da sieht man, was aus dieser Kloake entspringt, ne? So. Ich suche noch kurz eine Stelle, wo wir uns hinpflanzen können. Oh, wo bin ich denn jetzt? Vielleicht war das ja extra so gemacht. Ich meine mal, ganz ehrlich, vielleicht war das kein Fehler. Okay, nach oben. Und ja, die Umbrella Corporation, also die Bahn davon. Okay, ich gehe nur noch nach oben, dass wir speichern können. Ah, okay. Wo ist die denn hin? Okay, kann ich hier irgendwas öffnen? Da brauchen wir anscheinend ein Passwort, beziehungsweise eine Kombination. Da kann ich nichts tun. Was haben wir hier? Das ist sehr schön. Ein bisschen Munition. Aber speichern können wir hier nicht. Okay, dann lese ich mir das mal ganz kurz durch. E-Mails an das Umbrella-Hauptquartier. Director Owens, im Nest jagt ein Alarm die Nächsten. Ich weiß zwar nicht, was hier vor sich geht, aber ich höre Schüsse und kann meinen Bereichsleiter nicht erreichen. Wir sind gefangen. Bitte schicken Sie schnellstmöglich Hilfe. Direktor Owens, die Lage ist ernst. Das Nest wurde mit dem Virus kontaminiert. Einfach unfassbar. Das ausfallsichere System ist gar nicht angesprungen. War das ein Außenstehender? Ich habe keine Ahnung, wer es sonst gewesen sein sollte. Kim ist tot. Ich leide unter schrecklichen Hustenreiz. Warum antworten Sie nicht? Direktor Owens, Sie waren das von... Naja, wahrscheinlich war er daran schuld. Und ich würde ja gerne weiterspielen, aber ganz ehrlich, kann ich gerade nicht.
Das sollte es erstmal gewesen sein. Wir werden hier beim nächsten Mal weiterspielen. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Und ja, wir sehen uns, wie gesagt, zum nächsten Mal. Also bis denn und tschüss.